Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddwirts Ostdom. Wir müssen mal kurz im Pausemenü die Folge hier beginnen, weil hier gleich richtig Action ist. Mal gucken, ich werde bestimmt jetzt erstmal direkt sterben. Achso, hier haben wir diesen Schalter da schon gedrückt? Wir müssen den ja drücken, damit wir losfahren, ne? Sonst... Nein! Geil, ich habe mich selber abgeschossen. Ja, okay, war ein cooler Start. Ich muss aber auch erstmal kurz eine Sekunde wieder reinkommen, es tut mir leid. So. Wir müssen doch eigentlich erstmal den Schalter drücken, ne? Damit er auch losfährt, sonst bringt doch das Ganze hier nichts. Ganz schnell den Typen charmen. Auf den warten. Abballern. So, der nächste kam von rechts. Auch sofort bekommen. Sehr geil. Kommt noch einer von rechts. Sehr schön. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir Ende letzte Folge hier immer mehr als einen Schuss gebraucht haben und es daran gescheitert ist. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht perfekt getroffen. Kann natürlich auch sein. Ja, hier rüber. Aber jetzt kommt es mir eigentlich gerade sehr easy vor. Nein! Nein! Oh Gott, wir haben es überlebt. Ah, und ich habe zu... Hä, ach so, ich bin nicht mehr im Chantings drin. Shit, 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 shit. Wir brauchen... Geil, wir haben irgendwie so gefühlt gar nichts. Ah. Wir dürfen halt wirklich nicht einmal getroffen werden, ne? Sonst haben wir ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob wir die Kisten erstmal hier stehen lassen, dass das so ein bisschen als Deckung ganz gut ist. An sich war es bis jetzt eigentlich ziemlich geil, wie es gelaufen ist. Ich sollte nur vielleicht ein bisschen weiter rüberfliegen, dass wir die schon eher abgreifen können. Ich glaube, das ist besser. Wir dürfen dann nur nicht verpassen, dass wir wieder rüber müssen. So, jetzt kam einer von links, oder? Ne, wieder rechts. Wir müssen halt echt ein bisschen Tempo machen, ansonsten wird das hier nichts. Erster. Zweiter. Okay, es macht ja düdüm, wo, von dir, woher die kommen. Nein, 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 nein. Ah, shit. Nicht gleich der... Oh, direkt tot, ja. Soll man das denn schaffen? Ich habe echt keine Ahnung, ne? Ich meine, ich war ja schon relativ schnell. Aber anscheinend immer noch nicht schnell genug. Halt ein bisschen doof mit der Kameraperspektive. Desto weiter wir hier rüber gehen, desto weniger sehen wir von der Seite. Ich kann halt auch immer nur einen Schaden, nicht zwei gleichzeitig. Deswegen müssen wir echt mal gucken, wie wir das hier am besten bewerkstelligen. Am besten schon schießen, bevor die überhaupt hier rauskommen. Jetzt ganz schnell den hier. Nicht getroffen und damit sind wir schon wieder tot. Ja, das ist... Es ist aber auch... Was sollen wir denn machen? Der Checkpoint kommt und man hat auch nicht eine Sekunde, um mal kurz nachzudenken. Mir fällt auch keine bessere Lösung ein, also... Ganz ehrlich, jetzt mit Ape hier stehen bleiben und die alle mit Steinbonbons abwerfen, das ist definitiv nicht die Lösung. Klar, wir könnten noch Nebelschleier und so werfen, aber wir sind ja auch schon wieder auf so einem sich bewegenden Teil. Wir hatten das ja schon mal probiert und da ist der Nebel ja dann einfach verschwunden. Ey! Gibt's ja wohl nicht. Wen haben wir? So, jetzt kommen die auch gleich wieder von links. Jetzt kommen erstmal die zwei von rechts. Müssen wir halt gucken, wen wir hier zuerst machen. Eigentlich den Raketentyp hier. In der Hoffnung, dass der keine Raketen schießt. Der schießt auch Raketen und wir sind tot. Gut, jetzt müssen wir ganz kurz Pause machen. Wir müssen mal überlegen, was könnten wir sonst noch tun? Mir fällt nichts ein. Also eigentlich könnten wir dann nur in dem Moment, wo die zwei hier auf einmal kommen, irgendwie versuchen, das Chanten aufzuhören. Und hier Nebelschleier oder so zu werfen. Was dauert dann auch wieder so lange, bis wir gechartet haben, den nächsten uns gekrallt haben. Das ist irgendwie alles Mist. Die schießen beide Raketen, kommen fast gleichzeitig und wir schaffen es nicht, beide abzuschießen, bevor einer von denen eine Rakete lässt. Das ist gerade echt so die Schwierigkeit in der Geschichte. Naja, wir gucken mal. Ich würde es jetzt nochmal auf die alte Taktik probieren und wenn die nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. So, ich fliege jetzt direkt ganz schnell hier rüber. Mach diesen, flieg hier wieder rüber. Mach diesen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh Gott, hier kommt der nächste wieder rüber. Diesen. Hey, wir haben es geschafft. Okay, nicht gut.
Wir hauen jetzt hier erstmal Nebelschleier runter. Ach so, ich darf nicht mehr chanten. Na geil. Moment. Geil, ein Flummi-Bonbon. Och nö, jetzt war ich so froh, dass wir das geschafft haben. Und dann kann ich eigentlich nur eine Gebräunate werfen. Oder halt ein Fitziboom. Das Fitziboom trifft halt kaum. Oder ausweichen. Ausweichen geht natürlich auch. Nein, wir sind... Oh, da kommt was. Ich weiß nicht, wie ich die treffen soll. Wir brauchen was anderes. Eigentlich bräuchten wir unendlich Steinbonbon. Geil. Oh, warum kommt denn dann noch dieser Mist, dass wir nicht chanten können? Aber was können wir sonst noch werfen? Wir haben nur ein... Wir haben Schrikul. Wir hätten das doch nutzen können. Okay, also mit genügend Tempo kriegen wir es hin, uns beide zu holen. Seit wann kommt denn hier? Ah doch, kam die ganze Zeit schon. Jetzt bin ich selber verwirrt. Wir müssen echt ordentlich Tempo machen. Ansonsten wird das nix. Na, geh weg. So, jetzt kommen hier nochmal welche. Zack. Der jetzt drüben schon? Nee. Erstmal noch nicht. Wir können die beiden noch holen. Und dann direkt hier rüber. Ja, jetzt waren wir auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Zack, den geholt. Wir müssen unbedingt treffen. Zack, den geholt. Und wieder den. Und ich glaube, jetzt kommen gleich die Charnkugeln. Genau. So, und jetzt müssen wir eigentlich das hier in die Hand nehmen. Wir warten mal, wir werden vielleicht den ersten ein, zwei Raketen ein bisschen ausweichen. Dass die erstmal alle etwas näher rankommen. Scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wir jetzt machen. Wir haben halt 5 Steinbonbons. Aua, ja, ist ja gut. Ach so, hier sind doch Sachen drin. Hier gibt's doch Bonbons. Ich voll Idiot. Zack, wirf. Nein. Ah, warum hat denn der getroffen? Ich bräuchte noch so ein Dings. Ah. Wie viel haben wir? Wir haben noch 6 Bonbons. Nein, ich habe aus Versehen das andere in die Hand genommen. Geh weg. Ach so, ich kann wohl wieder chanten. Ah, sag das doch. Nein, och, fuck. Alter Schwede, wird das hier krass. Ach, Mann. Alter, das Spiel ist teilweise echt ziemlich, ziemlich heftig. Das muss man mal wirklich dazu sagen. So, wir können hier eigentlich auch mal den ganzen Mist kaputt schießen. Dass wir das dann fix einsammeln können. Ich habe irgendwie so überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass ja hier... Hoffentlich fliegen die nicht runter. Dass hier überall Kisten sind. So, die beiden noch, dann ganz schnell rüber. Wieder zurück. Und wieder hier rüber. Und dann können wir den direkt platzen lassen. Ja, wollte ich, aber haben wir nicht mehr geschafft. Okay, gut, ganz schnell die Dinger eingesammelt. Nimm's doch mit. Achso, wir sind voll. Das waren Flummi-Bonbons, ne? Nee, was, hä? Was sammeln wir denn dann gerade ein? Wir können es nicht aufnehmen, weil wir voll sind, haben aber nur 7 Bonbons einstecken, okay? Ist ein bisschen komisch. Geh bloß weg. Das nervt richtig an, dieses Gespringe, also das Geräusch von dem Gespringe. Ah, aber wir haben auch Dings, wir können... Hier, Fesselndes. Uns fehlt Flummi-Bonbon. Jetzt können wir. Okay, die Fesselnden sind natürlich... Ah, das ist eine Erlösung. So, chanten können wir noch nicht. Er wirft nicht. Warum nicht? Weil ich es nicht ausgewählt habe, natürlich. Der Erste. So, er hier auch noch. Zack, weg mit dir. Du hier drüben auch. Shit, nicht getroffen. Ich hab nicht mal eine Reihe. 4 Leute. Ach, die ganze Folge wird einfach nur diese Mission hier sein oder dieser Abschnitt der Mission. Es tut mir wirklich leid, aber ihr seht selber.
Es ist einfach zu krass. So, den haben wir. Der Sicht, der Anfang ist ja mittlerweile relativ easy. Wir müssen halt gucken. Also ich brauche... Wir müssen das hier kaputt machen. Wir müssen unbedingt diese fesselnden Dinger benutzen. Jetzt war ich, glaube ich, zu spät. Ich hätte mir nicht so viel... Ja, es könnte sein, dass wir es jetzt verkacken, obwohl ich relativ schnell jetzt bei den beiden war. Moment. Ja, passt. Also unbedingt gleich die fesselnden herstellen. Den wollte ich eigentlich immer ganz gerne explodieren lassen, aber der lässt mich irgendwie nicht mehr. So, jetzt sammeln hier mal ein wie ein Verrückter. Dann gehen wir hier rein, da machen wir Flummi-Bonbons. 10 Stück. Und 10 fesselnde. Gleich die hier nehmen, weil damit sind die halt direkt komplett kaputt. Und nicht nur betäubt. Und das ist das, was wir brauchen. Warum hat der jetzt so lange gemehrt? Du solltest werfen. So, haben wir... Dürfen wir eigentlich nicht verfehlen. Das ist absolutes No-Go. Okay, es läuft schon mal geil. Geh doch weg. Chanten können wir immer noch nicht. Wir haben bloß noch 2 Stück davon. Den ersten haben wir. Den zweiten haben wir. Jetzt müssen wir auf was anderes umsatteln. Jetzt haben wir eigentlich bloß noch normale Steindinger. Der erstmal weg. So, die Chantinger sind außer Reichweite. Der nächste, der kommt, wird gechantet. Komm, nein, ah nein, nein. Wenn das jetzt unser Ende ist, ich flipp aus. Ich hatte den doch. Ach man, hätten wir eine Sekunde später gechantet. Ah, dieses Spiel, es ist teilweise echt ganz schön heftig. Aber Spaß macht's auch. Ein bisschen Angst, dass ich mich selber dabei abschieße. So, jetzt ganz schnell die hier. Wir müssen hier fix wieder hoch, sobald die kommen. Jetzt der hier. Kommt schon die beiden noch ganz schnell. Der weg. Der weg. Hier rüber. Der weg. Wieder hier rüber. Der ist aber schon nah dran. Ah, oh Gott. Nein, nein. Ich bin dumm. Ich habe vergessen, dass da noch einer kommt. Das könnte unser Ende sein. Ach, das war doof. Jetzt haben wir einen nicht bekommen. Gut, also wir probieren es trotzdem. Flummi-Bonbons herstellen. Fesseln. Ah, wir müssen die Kisten noch kaputt machen. Scheiße. Fesseln des Flummi-Bonbon herstellen. Ganz schnell das Ding nehmen. Der trifft uns erstmal nicht. Das heißt, wir knöpfen uns erstmal... Was macht der denn? Ich hab auf Werfen gedrückt. Es macht mich wahnsinnig. Ach, ich wollte es cool machen. Klappt aber irgendwie nicht. Ich mache jetzt hier schon mal die kaputt. Das müssten wir überleben, ohne dass wir gleich hier einen Schuss abkriegen. Hä, was war denn jetzt? Er ist direkt einfach kaputt gegangen. Naja, gut, das können wir eigentlich gleich sein lassen. Ja, sind wir tot. Aber warum ist es passiert? Keine Ahnung. Habe ich so schnell nicht sehen können. Gut, wir lassen das mit Kisten kaputt machen. Wir schaffen das schon noch. Also wir kommen ja zumindest meistens immer ein Stück weiter als beim Versuch vorher. Prinzipiell könnten wir wahrscheinlich auch hier so einen anderen chanten, der ein Maschinengewehr hat. Dann müssten wir nicht so hektisch rüberfliegen, um die zu holen. Weil jetzt haben wir ja bloß eine Schrotflinte. Da bringt es natürlich nichts von hier, den hier rüber zu schießen. Aber ich sag mal, mit dem habe ich mich jetzt einigermaßen hier eingespielt. Und jetzt nochmal den drüben. Den darf ich nicht wieder vergessen. Haben wir. Und wir lassen ihn platzen. Platzen geht immer nicht. Schade. So, jetzt haben wir hier leider noch nichts kaputt gemacht. Das heißt, wir müssen hier mal noch ganz flink sein. Jetzt. Nee, zuerst das. Ah, jetzt habe ich das Zeug von hier drüben wieder nicht. Gut, wir müssen der ersten Rakete ausweichen. Bleibt nichts anderes übrig. Flummi-Bonbons. 10 Stück. 10 fesselnde. Schnell wieder raus aus dem Menü. Hier wegspringen. Den holen. Er braucht immer irgend... Hä? Ach, Leute. Es tut mir leid.
Ich weiß es nicht, aber irgendwie braucht er bei dem ersten zum Werfen immer extremst lange, oder? Das kommt mir nur so vor. Ja, geil jetzt. Ja, das war doof. Wollte halt schnell noch die Kisten kaputt machen. Also, wir müssen mit dem ersten Typen definitiv die Kisten so ein bisschen kaputt schießen. Ah, okay, wir können auch einfach drüberlaufen oder drüber springen. So, dann ist das erledigt. Spart uns eine Menge Zeit und wir können schon vorher die ersten Slicks werfen. Mann, 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 ist das aufregend. Aber das macht zum Beispiel wieder sehr, sehr viel Spaß. Weil man halt einfach, ich sag mal, ein bisschen kapiert, okay, wie soll man es machen? Man verbessert sich von Mal zu Mal. Ist immer noch mal geiler, als wenn man dann so Sachen hat, wo man 50.000 Mal dran stirbt und einfach so überhaupt gar keinen Dunst hat, was man hätte besser machen können. Jetzt konnte ich ihn explodieren lassen. Das heißt, wir haben schon mal einen weniger. Das ist viel wert. 10 Flummi-Bonbons. Wie sieht's denn aus? Wir sind schon wieder fast beim Folgenende, sind eigentlich keinen Meter weitergekommen. So. Zack, direkt auf den ersten. Jetzt hat er wieder schnell geworfen. Es ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Zack, auf den zweiten. Wo kommt der nächste raus? Zuerst links, dann rechts. Ich muss mir das mal ein bisschen merken. Zack, der dritte. Wenn wir hier genügend Zeit haben, ist es eigentlich relativ easy. Und der vierte. Also die kommen die ganze Zeit links, rechts, links, rechts. Wir haben bloß noch 6 Bonbons. Nein. Einen haben wir. Wirft... Nein, ach, das war richtig... Ah, geil. Jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir nämlich keine Steine mehr. Aber wir haben das noch. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir können auch wieder charmen. Die Frage, was machen wir lieber? Was ist denn jetzt? Der hängt. Der macht einfach nichts. Setz es ein. Macht die alle tot. Gut, jetzt haben wir erstmal das. Irgendwie, wenn man dieses Schrikul-Dings-Zeug da ausgerüstet hat, kann man nicht... Das könnte der Tod sein. Ach, geil. Ja, das ist der Tod. Nee, es ist noch nicht der Tod. Wir müssen den noch mit Steinbonbons holen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Komm schon. Ach, Mann. Ich glaube, wir waren so kurz vorm Ziel. Ja, weil die kommen dann gleichzeitig. Da wird es irgendwie ein bisschen schwierig. Ah, ja. Ey, wirklich, hier kommt es auf jede Sekunde an, ne? Ach, das ärgert mich. Also, was heißt ärgert mich? Es macht Spaß, aber es ärgert mich, dass... Das ist für euch jetzt... Ja, gut, das war dumm. Dass es für euch jetzt gerade so langweilig ist, weil wir hier 1 Million mal sterben. Ich hoffe, es ist irgendwie anzuschauen. Es geht irgendwie. So, gedrückt. Chanten. Mit dem den abschießen. Kisten kaputt machen. Passt. Erster Tod. Komm, jetzt müssen wir es hinkriegen. Ich glaube, das waren schon fast die letzten beiden. Es war nur doof, dass... Den vorletzten, ich habe den gechantet und der ist irgendwie gleich explodiert. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist. Die kommen halt ziemlich gleichzeitig. Wir müssen mal gucken. Wir dürfen nicht so viele... Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Aber wir schaffen's. Wir dürfen keins von den fesselnden Flummi-Bonbons verwerfen. Ja, wenn das passiert... Das ist shit, jetzt ist der nicht tot. Dann reicht es nicht. Ja, eigentlich müssen wir das komplett mit den Fesselnden schaffen. Problem ist, der eine lebt jetzt leider noch. Das heißt, wir haben schon mal ein fesselndes Bonbon weniger. Aber ich habe ja vorhin 2 oder 3 verworfen. Wenn wir das vielleicht noch irgendwie verbessert kriegen, müssten wir es schaffen. So, hier oben kommt noch einer. Weiß nicht genau, von wo er kommt. Irgendwie hat er sich doch anders entschieden. Perfekt, getroffen. Wir haben noch 6 Stück. Den auch getroffen. Jawohl. Den lassen wir erstmal ein bisschen näher rankommen. Perfekt. 3 Bonbons noch. Oder fesselnde Dinger da. Ihr wisst schon. So, jetzt kommt dort einer. Perfekt. Und der auch. An den sind wir vor uns hängen geblieben. Perfekt. Och, bitte lass es das gewesen sein. Lass das nicht noch endlos weitergehen hier. Dann fange ich an zu heulen.
Shit, kommt noch einer. Auch den haben wir noch. Und es sieht aus wie ein Ende. Ich hau jetzt einfach dieses Schrikhöhl-Scheiß-Dings nochmal durch, in der Hoffnung, das ballert alles weg. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wo soll ich hin? Hä? Nochmal drücken? Jawohl.